Wir schauen uns heute ein weiteres Mal Secrets an, die wir in FNAF Ruin immer noch übersehen haben. Und es ist schon ein paar Wochen her, dass das Game draußen ist. Ich war ja vor kurzem selber noch auf der Suche nach Secrets, plus das eine Update, was jetzt noch gekommen ist, hat ja auch noch mal ein paar Sachen verändert. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich habe nicht so viel gefunden. Aber ich habe hier auf YouTube ein Video gefunden. Leute, die haben wirklich alle Secrets ausgegraben, die es, glaube ich, in FNAF Ruin zu sehen gibt. Deswegen lasst da auf jeden Fall Supporter. Das Video ist von Faz Friends. Ihr seht es hier. Und wir ziehen uns mal rein, was die so gefunden haben. Hier ist ein Bot, der einen Daumen nach oben zeigt. Ein Bot, der eine Lampe als Kopf hat. Okay, und hier ist irgendwie ein Monty-Kopf noch irgendwo. Oh, und die fliegen hier sogar außerhalb der Map rum. Okay. Oh, das Grinsen von der Entity wird größer, desto länger wir da bleiben. Grinst er als mehr oder... Ja, guck mal. Der grinst als weiter. Der Mund geht als weiter auf. Oh, guck ihn dir mal an, Alter. Aber schöne weiße Zähne, ne? Okay. Die Entity dreht an diesem Knopf, um das Ding anzumachen. Man sieht das sogar. Okay, da soll eigentlich ein Fast Wrench rein. Aber das kann er einfach umgehen. So, auf Montys Hologramm ist hier so eine Farbfolge. Blau, rot. Und die Entity hat es auch. Okay, strange. Was hat das zu bedeuten? Aber seht ihr, solche Secrets meine ich. Was zur Hölle bedeutet das? Diese Farbabfolge, dass Montys Hologramm das hat und die Entity auch diese Farbabfolge hat. Was bedeutet das? Außerdem ist hier so ein Kabel drin, was hier komplett durchläuft. Was auch irgendwie sein Hals ist. Und auch sein Schwanz, der unten dran hängt. Und er hat hinter seinen Augen auch noch so Leuchtstreifen und so. Und er hat kleine Ellenbogen. Süß. Ein Cutie. So, nachdem Monty uns ins Wasser schubst, sehen wir einen Glamrock Freddy Plush. Da gibt es noch viel mehr Plushies. Pass mal auf jetzt hier. Noch irgendwelche anderen Sachen, die hier rumfloaten. Toy Freddy Plush. Ein Cupcake. Und nochmal Freddy. Da gibt es noch viel mehr Plushies. Und hier sind die ganzen Plushies mit uns rausgefallen. Glamrock Chica ist da auch noch. Die werden alle mit uns hier durchgespült, die armen Dinger. Da ist noch ein Bonnie Plushie. Stimmt, und Cassie sagt Monty Thing. Monty? Ah, lol, stimmt. Cassie realisiert gar nicht, dass das Monty ist. Sie wird einfach von der Animatronic angegriffen und ins Wasser geschubst. Und sie sagt, irgend so ein Monty-Ding. Und hier am Ende, oder Richtung Ende, bei der Wildwasserbahn, sagt sie dann so ganz überrascht, yo, Monty? Und sie merkt, dass es wirklich Monty ist. Nur fehlt halt ein bisschen was. Chica? So. Genau, sie wusste gar nicht, dass die Animatronics so kaputt sind. Und hat das ja erst alles entdeckt, während sie hier unterwegs ist. Logisch. So. Was können wir sehen, wo Cassie drin ist? Ah, hier ist einfach nur ganz viel Müll drin. Wo Cassie runtergespült wird, der Schacht, den können wir hier sehen. Ganz viel Müll, paar Staffbots. Was man halt in der Kanalisation beim Pizzaplex so findet. Und da wird sie einfach durchgespült und landet unten. Montys Augen werden heller, desto weiter das Game spielt. Stimmt, guck mal, jetzt leuchtet es richtig krass. Und als er hier, ja, vom Stromschlag umgebracht wird, leuchtet das andere Auge auch noch. Monty mag den Geschmack von Metall nicht. Stimmt. Ih, eklig. Die Kabel, die zu seinen Zähnen gehen, könnten für Geschmackssinn verantwortlich sein. Aber wer gibt denn einem Roboter Geschmackssinn? Das macht ja gar keinen Sinn, einem Roboter Geschmackssinn zu geben, oder? Das Stück da unten ist sein unteres Endoskelett-Jaw. Sein unterer Endoskelett-Kiefer. Und Monty sieht so aus, als wäre er voll klein, weil seine Beine fehlen und so und er so rumkriecht. Aber guck mal, wie groß er im Vergleich zu Cassies Armen immer noch ist. Immer noch ein Riesen-Otto. Ich meine, im Endeffekt fehlen nur seine Beine. Er ist immer noch wild. Ja, und von Montys Haaren ist nicht mehr so viel da. Oh, und manche Teile sind blau, wenn wir ihn durch die Maske sehen. Vielleicht neue Teile? Keine Ahnung. Die Maske ist sowieso verwirrend. Die Maske ist sowieso verwirrend, denn er hat ein paar Teile, die vorher nicht da waren. Stimmt, da sehen wir das Loch in seiner Brust und nichts ist dahinter. Und jetzt ist hier wie so eine Panzerung oder noch ein anderes Endoskelettteil. Okay, strange.
Komisch, vielleicht hat da irgendwer dran rumgewerkelt. Man weiß es nicht. Und hat hier hinten so coole Sachen auf seiner Wirbelsäule. Und Monty ist super sneaky, hat er sich in einem Baum versteckt und kriecht dann hier lang. Hat sich hinter einer Bank versteckt. Und da hat er sich in einem Busch versteckt und kommt da auch rausgekrochen. Und da unten ist immer noch Montys riesiger Kopf, der eigentlich in Monty-Golf unten ist. Und man kann ihn immer noch sehen. Von den Catwalks. Wenn man hier runter guckt, liegt das Ding hier unten im Wasser. Und der Splash-Bucket, den können wir auch noch sehen. In der Simulation von der Cam, von der Maske. Und aber was komisch ist, ist, dass sie Monty-Golf komplett rendern, obwohl es mit Nebel bedeckt ist. Ja gut. Das hat wahrscheinlich irgendwelche Programmieraspekte oder so. Aber man kann hier trotzdem rumlaufen. Lol. Wo Maxis zum ersten Mal auftaucht. Ja, das ist der Bereich da unten. Und irgendein Angestellter dachte, es ist smart, hier irgend so ein Teil von irgendeiner Attraktion hier als Stück vom Pfad zu benutzen. Was ist das? Okay. Hier sind Fastcams drin. Guck mal. Fastcams sind in irgendeinem Container hier in Monty Golf. Die werden hier aufbewahrt oder so. Und das Ding hat einen Kinderwagen gefressen. Ja, stimmt. Und hier ist die Maschine, wo wir sehen können, wie es funktioniert. Das habe ich auch im letzten Video angesprochen. Dass wir hier sehen können, wie diese Monty-Köpfe funktionieren. So irgendwelche Mini-Golfbälle. Lautsprecher unter der Bühne, die man sehen kann. Hier ist eine Leiter. Für was? Um auf die Catwalks zu kommen, glaube ich. Das Schild vom Splash Bucket. Und der Splash Bucket liegt auch hier unten. Jo, stimmt. Womit wir Monty erledigt haben, den armen Kerl. Das Ding liegt auch hier unten. Und aus irgendeinem Grund verwandeln sich Montys Stühle zu Freddys Stühlen, wenn man die Maske aufsetzt. Was? Lol, tatsächlich. Hä? Wo ist der Sinn? Okay, hier gibt es irgendwelche verbrannten oder alte Bücher, die hier rumliegen. Einige Fake-Bäume haben diesen pulsierenden Effekt. Ja, deshalb ist mir auch aufgefallen. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Die Golfbälle hinterlassen eine Spur, wenn man sie schlägt. Ah, da. Ah, jo, guck mal, das sieht aber voll cool aus. Coole Optik. So sieht es unter einer Golfbahn aus. Ja. Und ein riesiger Golfschläger ist hier, auch zum Abstützen von den Catwalks. In Monty Golf sind viele Kratzspuren von Monty. Ja, der ist hier schon weiß ich wie lange unterwegs und jetzt auch noch ohne Beine. Da muss er ja auch ständig seine Hände für alles benutzen. Kein Wunder, dass hier überall Kratzspuren sind, ne? Und hier alles kaputt. Alter, hier hat er sich aber ausgetobt. Monty, reiß dich mal zusammen. Ah, hier hat er auch einen Stuhl und einen Endoskelett kaputt gekloppt, ja. Monty immer am Ausrasten. Und auch hier den Spind hat er auch umgeschmissen. Da sind auch Kratzspuren. Und auch im Phaser Blast sind hier Kratzspuren. Das heißt, Monty ist so weit durch den Pizzaplex gekrochen und ist überall unterwegs. Und hier der Bot, der Do You Need Assistance sagt. Aber... Oh. Wir hören noch einen Bot, der das sagt, aber Monty zerstört ihn. Und das hier ist der Bot. Da hat Monty ihn einfach mal durchs Fenster gekloppt. Das hier ist die Rutsche, die Monty runterkommt. Oh. Man sieht wirklich, wie er da runterkommt. Ja, moin. Wie er da runtergefetzt kommt. Nice. Und am Ende ist ein Bot, der sich da noch festhält, aber... Ja. Dem geht's auch nicht so gut. Da ist wohl Game Over bei der Wildwasserbahn. Die haben wohl diese Bots benutzt hier. Stimmt, das ist mir noch nie aufgefallen. Diese Bots sitzen in diesen Booten drinne von der Wildwasserbahn. Vielleicht müssen die das sogar irgendwie steuern oder so. Das könnte sein. Hier sind ein paar Bots frozen in time. Die halten hier irgendwas. Das haben wir auch schon gesehen. Der hält das hier noch irgendwie fest. Als wären die gerade dabei, das zu machen und zack! Wurden die einfach abgeschaltet und stehen jetzt hier fest. Ah, sie sollen das machen, Daumen hoch zeigen. Okay. Kann natürlich sein, dass sie darauf programmiert wurden, ja.
Aber es gibt viele Beispiele von Bots, die frozen sind. Ja, hier ist auch einer. Der hält auch irgendwelche Kabel. Und der hängt auch hier irgendwie runter mit noch so einem Bowling-Pin in der Hand. Stimmt, guck mal, der ist hier fest. Jo, warte mal. Haben die Staff-Bots benutzt, um die Bowling-Pins aufzustellen? Weil der hat keine Beine. Der ist da oben an so einer Vorrichtung dran. Die wurden hier wahrscheinlich benutzt in Bonnie Bowl, um hier aufzuräumen und so. Die hier stecken auch quasi in der Zeit fest in Frozen und sind hier wie so Pfeiler, die das alles stützen. Dem hier geht's auch gar nicht gut, kann man auch nur durch die Maske sehen. Der hier hält auch irgendwas. Der hat sogar eine Schutzweste an. Und diese Dinger da sind in jeder Phaser Blast Wall, keine Ahnung, was das ist. Oh, in Roxys Bereich ist hier ein gruseliger Driver-Assist-Bot, der hier einfach steht ohne Kopf und hier runterschaut. Hier hat einer einen Bot zerstört und eine Lampe in ihn eingebaut als Kopf. Ultra creepy auch irgendwie. Diese Lichter haben wir vorher schon gesehen und jetzt sind das neue Bot-Köpfe. Sieht gruselig aus ein bisschen. Irgendwelche Bots, die hier feststecken im Müll. Oh, der Bot hier sieht so aus, als hätte Monty oder Roxy ihn zerstört. Der hat ordentlich was abgekriegt, da war wohl jemand sauer. Aber damit noch nicht genug. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Monty sich hier in dieser Ballpit versteckt, aber uns nicht angreift? Guck mal, das komplette Biest chillt einfach hier drin in dieser Ballpit. Wir laufen da dran vorbei. Ja, so, Vennys Maske hat hier irgendwelche Nähte. Die Originalmaske hat das nicht. Also wurde da vermutlich irgendwas, ja gut, irgendwas dran gedeichselt oder so. Vanny liest gerne über Geschichte und feilt sich ihre Nägel. Ja, okay. Das World History Book haben wir ja selber schon entdeckt. Und sie mag offensichtlich Toy Chica. Ja, eine Waschmaschine? Wieso ist... Okay. Pizzaplex zerstört wegen dem Erdbeben. Das haben wir auch schon gesehen. Und den ganzen Artikel kann man leider nicht lesen. Nur die Headline, nur die Überschrift. Aber sieht krasser aus wie ein Erdbeben. Denn irgendwer hat hier Bowlingkugeln in den Fernseher geschmissen und in die Wände. Muss ja nicht unbedingt ein Erdbeben gewesen sein. Ja, ist die Frage, wer das war. Schwer zu sagen. Ohne Beweise. So, oh, hier sind ganz viele Kakerlaken im Bonnie Bowl. Oh, das ist mir noch nie aufgefallen. Aber es gibt Chicken. Das würde ich aber nicht mehr essen. Irgend so ein Steak-Zeug. Und irgendwelche Potato Wedges oder sowas. Pommes. Jetzt kriegen wir auch mal einen Einblick ins Pizzaplex-Menü. Oh! Unter Bowling ist hier noch ein Flur. Versteckte Map. Gregory sagt irgendwelche Sachen. Gregory sagt irgendwelche Sachen rückwärts. Aber wenn man sie dann rückwärts abspielt, gibt es keinen Sinn. Und der Bot, der manchmal mit Gregorys Stimme redet, weil Gregory uns vermutlich kontaktieren will von außerhalb des Pizzaplex. Und man kann Chica hören, bevor sie uns jumpscared. Ja, stimmt, das ist mir aber beim ersten Mal schon aufgefallen. Dass man hier komische Geräusche hört. So. Chicas Kopf dreht sich rum, während sie isst wegen Gregory. PTSD, ja. Hat wahrscheinlich wirklich PTSD. Chica ist gar nicht interessiert an uns, sondern will einfach nur mehr Essen essen. Ja, wahrscheinlich. Das juckt sie einfach alles gar nicht. Chica ist einfach nur... Chica geht's gar nicht gut. Oh, und wir können sogar, wenn wir die Maske aufhaben, sehen, dass Chica Pizza in ihrem Bauchsack hat. Das ist ja nur so ein Müllsack. Ihren Augen geht's auch gar nicht gut. Die purzeln da drin so rum. Und deswegen kann man nicht so gut sehen, wenn die Augen da so rumwackeln. Ja, kann ich verstehen. Da kann es auch schon mal passieren, dass man... Oh, dieser Cupcake beobachtet uns in Chicas Bäckerei. Und hier macht er das auch. Der folgt uns mit seinen Augen. Das ist mir noch nie aufgefallen. Crazy, guck mal, der beobachtet uns die ganze Zeit. Fazbear Creamery? Haben wir jetzt da auch noch eine eigene Eismarke oder was? Hier sind auch noch Kratzspuren.
wieder Monty. Junge, Monty ist einfach überall rumgekrochen wahrscheinlich. Hier sind irgendwelche pinken Flecken drauf. Okay, ist die Frage, was das ist. Und das Maskottchen haut mit der rechten Hand zu. Und der normale Mimik mit der linken, okay. Oh. Roxy rennt schneller, weil sie sich jetzt daran gewöhnt hat, dass sie keine Augen hat. Und Roxy kann durch Objekte gehen, für die wir die Maske brauchen. Stimmt. Roxy hat hier Farbe umgetreten und Fußspuren hinterlassen. Ey, so viele kleine Details, die sind mir noch nie aufgefallen. Handabdrücke auch, wie sie hier langgelaufen ist. Also die Kratzspuren hier sind noch ziemlich sicher von Roxy. Und die Endos hier wachen random auf. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass es nicht immer das gleiche Endo ist. Manchmal wird gar kein Endo wach, manchmal zwei, manchmal nur eins und immer unterschiedliche. Während man hier neben der Daycare unterwegs ist. Ja. So, Sun ist gefangen. Also räumt er seinen Raum auf. Und er organisiert sogar Sachen, sortiert Sachen nach Farbe. Gut, so aufgeräumt ist der Raum aber nicht wirklich, ne? Es hält sich in Grenzen. Hier hat er Stühle und Tische gestapelt. Alle blauen Sachen hat er zusammensortiert. Hier alle pinken Sachen oder was das ist. Staffbots hat er hier ordentlich sortiert. So. Ah, ja, stimmt, aber doch. Wenn man die Maske aufhat, ist hier wirklich alles fein säuberlich eingeräumt, ne? Crazy. Oh, wenn man die Maske aufhat, wird der Boden hier zu Wasser mit Holz. Und man kann Fenster von dem Schiff sehen. Stimmt, crazy. So, Sun und Moon hat die Arme irgendwie anders hängen, je nachdem wer aktiv ist. Und seine Zähne bewegen sich auch einzeln. Ja, das sieht auch ziemlich creepy aus, muss ich sagen. Und seine Augen drehen sich auch irgendwie. Sun und Moon ist schon creepy. So, alles ist kaputt. Stimmt, alles ist kaputt und zerstört hier in der Daycare. Außer dieser eine Computer und hier ist auch ein Roxy-Bild. Warum? Wieso ist das noch ganz? Vielleicht nimmt Sun von da seine Let's Plays auf oder so. Hat jemand aufgebaut, um es zu benutzen. Oder es war Gregory? Keine Ahnung. So, hier sind irgendwelche Endos in der Daycare, die hier unterwegs waren. Stimmt, im Base Game haben wir überhaupt keine Endos in der Daycare. Und hier sind einige drinne. Aber alle Rutschen sind sauber. Aber in der Rutsche sind hier einige Fußspuren, Abdrücke und Kratzspuren. Ja, wer weiß, was mit den Endos da drin passiert ist. Es ist nicht das Ciao da. Okay, keine Ahnung. Und aus irgendeinem Grund bewegen sich viele dieser gelben Lichter. Ah, wenn man die Maske aufhat. Ich denke, es ist einfach Misplacement, oder? Weil wenn man die Maske aufhat, wird man ja in eine andere Map teleportiert. Vielleicht liegt es daran. Oh! Und da ist eine riesige Freddy-Statue im Serverraum. Die aber zusammengebrochen ist. Wow, das habe ich noch nie gesehen. Das ist wie die goldene Statue in der Lobby. So, und hier wurde ein Roxy-Plushie gefangen, wenn man die Maske aufhat. Hier hat ein Staffbot ein kleines Roxy-Plushie gefangen. Und hier sind ganz eklige Flecken. Was ist denn da passiert? Oh, der Fast Wrench hat zwei USB-Eingänge. Die man aber normalerweise im Gameplay gar nicht sieht. Aber krass. Hier sind so ein paar Essens-Tableaus. So, warte. Aus irgendeinem Grund ist ein Computer, der normalerweise nur in Burntraps-Bereich ist, in Bonnie Bowl und er ist an. Diese Bildschirme hier, sind die sonst nur bei Burntrap? Oh ja, sind sie. Okay. Die meisten Bowling-Schuhe sind so orange, aber es gibt auch lilane. Cool. Und es gibt Kakerlaken, aber es gibt auch hier so ein paar Fliegen, die jetzt rumfliegen, auch neu. Und hier ist ein riesiges Plushie, das hier irgendwie feststeckt. Also es sind überall Plushies, ne? Überall hängen Plushies fest. Die irgendwo, keine Ahnung. Oh, hier ist auch noch ein Nightmarion-Plush. Ey, ich schwöre, das Ding ist überall im Game. Nightmarion ist überall und irgendwas muss es damit auf sich haben.
Irgendwas muss es mit diesen Nightmarion-Plushies auf sich haben. Und hier sind überall Plushies. Keine Ahnung, wer die überall hinmacht. Ja, und hier sind Plushies, die genau den Schaden haben, den auch die Animatronics haben. Freddy ohne Kopf, Chica ohne Voicebox. Bei Monty fehlen die Beine. Er ist hier in der Mitte durchgeschnitten. Und bei Roxy fehlen die Augen. Genau die Plushies mit den Schäden, wie die Animatronics sie auch haben. Und das waren nochmal einige Secrets, die wir in Ruin bis jetzt noch nicht gesehen haben. Ein paar davon hatten wir schon im letzten Video, aber einige davon waren neu. Und ich glaube, so langsam haben wir alles rausgefunden, was es in Ruin zu sehen gibt. Mal schauen, ob es mit dem neuen Update jetzt noch irgendwelche Sachen gibt, die entdeckt werden. Falls ihr noch irgendwas habt, was ich noch nicht gesehen habe oder irgendeine Theorie, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.